Jo Freunde, da das erste Video zu euren ganz, 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 ganz wilden Yu-Gi-Oh! Takes relativ gut angekommen ist, dachte ich mir, mache ich einfach noch eins. Was hat Sie dazu inspiriert, eine zweite krosse Krabbe direkt neben dem Original zu bauen? Moneten! Ich würde also sagen, verschwenden wir nicht allzu viel Zeit und starten sofort mit dem ersten Kommentar. Nur Oldschool Yu-Gi-Oh! Schockt. Ab den schwarzen Karten bockt das nicht mehr. Was für schockt? Ich glaube, wenn du so redest, bist du wohl doch eher ein Fan von den schwarzen Karten. Schock. Was ist nochmal? Doch, die schwarzen Karten gehen noch fit. Abpendel ist scheiße. Ich glaube, hier sehen wir das Dilemma an dieser ganzen Debatte. Eigentlich ist Yu-Gi-Oh! Doch nicht wirklich schlecht geworden, wenn man es überhaupt so sehen will. Ab den Xyz oder Pendelmonstern oder was auch immer, beziehungsweise ab den schwarzen oder halbgrünen Karten. Egal wen du fragst, also zumindest wenn du irgendwelche Yugi-Boomer fragst, jeder wird dir einen anderen Zeitpunkt nennen, an dem Yu-Gi-Oh! Schlecht geworden ist. Und alle denken, sie haben recht. Der eine sagt, ab Synchro wurde alles doof. Der andere sagt, ab Xyz wurde alles doof. Der andere sagt, ab Pendel wurde alles doof. Der andere sagt wiederum, ab Link wurde alles doof. Es ist ja nicht so, dass sich das gesamte Spiel immer mit einer Änderung komplett vom Guten zum Schlechten entwickelt hat. Was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass Yu-Gi-Oh! Seit 2002 existiert. Das TCG zumindest. Das OCG sogar schon noch länger. Ein Spiel, welches sich über 22 Jahre konstant entwickelt, wird nun mal zwangsläufig anders sein als noch am Anfang. Nö. Und das soll nicht heißen, dass man alles mögen muss, was im heutigen Yu-Gi-Oh! So gang und gäbe ist. Man kann Pendelmonster zum Beispiel hassen oder Linkmonster hassen oder ich finde, hassen ist auch so ein starkes Wort, einfach nicht mögen. Aber alles auf eine Farbe von Karten zu schieben und zu sagen, ab da wurde alles schlecht, ist ein bisschen kritisch. Der Großteil der Leute, der mit Yu-Gi-Oh! Aufgewachsen ist, war einfach an dem Punkt, wo beispielsweise die Xyz-Monster rauskam, einfach schon viel zu alt, um sich noch mit Yu-Gi-Oh! Auseinanderzusetzen. Ich rede jetzt nicht von den Competitive-Spielern, okay? Ich rede nicht von den Leuten, die seit Ewigkeiten spielen. Ich rede nicht von den Leuten, die auf Turniere gehen. Ihr zählt nicht wirklich. Ich rede von den Leuten, die quasi so casual-mäßig spielen, die so auf dem Schulhof gespielt haben und so den Anime geschaut haben und so diese typische massentaugliche Audience, sag ich mal. Die waren halt wahrscheinlich, als das OG Yu-Gi-Oh! Rauskam, irgendwie 10 oder so und dann ab 6 20. Und mit 20 wirst du dich in den meisten Fällen für andere Dinge interessieren als für Kinderkartenspiele. Oh, jetzt hat er gesagt, es ist ein Kinderkartenspiel. Und je nach Altersgruppe findet wahrscheinlich jeder einen anderen Zeitpunkt, um zu sagen, ja, da wurde alles doof. Früher war alles besser. Aber das hat ja nicht wirklich was mit den Mechaniken an sich zu tun. Also ich kann sogar verstehen, wenn Leute von Pendel abgefuckt gewesen sind, okay? Pendel war wirklich kompliziert für den Anfang. Aber Xyz ist die leichteste Beschwörungsmechanik überhaupt. Du legst zwei Monster mit derselben Stufe übereinander. Und wenn mir jetzt irgendwer erzählen will, dass es ab da schlimm wurde mit den Kombos oder irgendetwas, schaut euch mal Goat-Format Reasoning Gate Turbo Decks an. Da dauert ein Zug teilweise länger als im heutigen Format mit den heutigen Decks. Aber man kann es natürlich auch darauf schieben, dass Yu-Gi-Oh! Komplett gut gewesen ist und ab den schwarzen Karten wurde es so schlimm, dass ich nie wieder Karten angefasst habe. Kolos kann so langsam wieder auf 1 zurück. Das ist so ein Punkt, bei dem ich sogar halbwegs zustimmen würde. Ich habe kürzlich erst noch einen Short darüber gemacht, warum Thunder Dragon Colossus verboten ist. Und übrigens, danke auf jeden Fall für euren Support auf diesen Shorts, also die kommen echt krass gut an. Und Thunder Dragon ist nicht mehr so ein krasses Deck, wie es damals gewesen ist. Und das Deck war eigentlich auch nur wirklich krass wegen Colossus. Also nicht nur, aber größtenteils. Die Karte ist halt ein pures Floodgate. Wenn du sie hinlegst, kann der Gegner sich keine Karten mehr vom Deck auf die Hand nehmen. Und es ist schwierig, ihn loszuwerden. Das kommt noch dazu. Und das Ding ist, selbst wenn die Karte irgendwo fair wäre, also fair im Sinne von, sie würde nicht komplett eskalieren und das ganze Spiel dominieren, selbst dann würde ich mich fragen, will man so eine Karte im Spiel? Will man das? Will man, dass es eine Karte gibt, die so einfach zu beschwören ist, beispielsweise mit Nemesis Corridor, der ebenfalls suchbar ist und der quasi in jedem Deck Colossus spielbar machen würde, welche das Spiel so hart einschränkt. Also selbst wenn die Karte heutzutage zurückkommen könnte, weil Thunder Dragon vielleicht nicht mehr so ein krasses Deck ist im Vergleich zu früher, würde ich sagen, dass die Karte einfach nicht zurückkommen sollte. Also ich sehe keinen fairen Nutzen von der Karte. Es ist ein pures Floodgate, was einfach zu beschwören ist. Wer hätte Spaß daran? Weil ja Ash Blossom gar nicht nervt. Gewebekrug auf 1. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll.
Also zunächst mal, bei Gewebekrug ist es eigentlich mehr oder weniger eine ähnliche Situation wie bei Colossus. Die Karte wäre wahrscheinlich heutzutage bei weitem nicht mehr so gut wie früher. Wahrscheinlich würde niemand die Karte überhaupt irgendwie spielen. Aber es geht einfach darum, dass die Karte an sich einfach nur stört. Sie ist einfach nur nervig, sie bietet keinen wirklichen Mehrwert, sondern ist einfach nur dafür da, Leuten auf den Sack zu gehen und Turniere unnötig bis ins Timeout gehen zu lassen. Keiner will das. Keiner hat daran Spaß. Es bringt das Spiel auch nicht in irgendeiner Art und Weise weiter. Es stört einfach nur. Warum sollte man die Karte erlauben, wenn es wahrscheinlich einfach nur dazu führen würde, dass irgendwelche Trolle auf Turniere gehen, um irgendwie unentschieden oder so zu erschießen damit, ohne dass man überhaupt irgendwie eine Win-Condition darin hat? Ich weiß es nicht. Die Karte braucht das Spiel einfach nicht. Und das ist so ein Ding. Die Karte ist vielleicht nicht so schlimm, dass sie verboten sein muss, aber will man sie haben? Nein! Und wer von Ash Blossom wirklich genervt ist, sollte vielleicht mal hinterfragen, warum das der Fall ist. Ich lese das immer wieder in den Kommentaren und ich weiß, ich habe die Casual Audience, okay? Ich weiß, ich habe die ganzen Casual-Spieler hier am Start und deswegen versuche ich es euch immer wieder zu erklären, aber manchmal komme ich so an meine Grenzen. Das Nummer 1 Casual-Argument, also wirklich das absolute, jedes Mal genannte, immer wieder ausgelutschte Totschlag-Argument eines jeden Casuals, warum Yu-Gi-Oh! Heutzutage schlimm ist, ist ja... Oh ja, Kombos dauern so lange und mein Gegner spielt 20 Minuten und ich kann nichts machen und mit meinem Deck komme ich dagegen gar nicht an und es ist viel zu krass, was der Gegner alles in einem Zug macht und es dauert so lange und der macht so viel. Ja, okay, wir verstehen es. Es ist nervig und da stimme ich sogar bis zu einem gewissen Grad zu. Weißt du also, was du dagegen unternehmen kannst? Du könntest eine Karte wie Ash Blossom spielen, um deinen Gegner davon abzuhalten, das zu machen. Dafür sind Handtraps da, um das, was Casual-Spieler am meisten hassen, aufzuhalten. Handtraps sind nicht der Feind, sondern sie sind euer Freund. Das ist so, als würdest du in so eine 700.000 Kilometer tiefe Grube fallen und auf dem Weg bist du so am Verbrennen oder am Schmelzen, weil unten einfach noch so Lava ist und es dauert lange und es ist schlimm und es ist schmerzhaft und jedes einzelne deiner Atome wird in sich zersetzt und dann kommt aber von oben so ein Engel, so richtig geläutert, so aus dem Himmel, so mit Flügeln und so und ist so... Und versucht dich zu retten, versucht dich aus dieser Grube rauszuziehen und versucht dich da rauszuholen und du bist so, nein, lass mich in Ruhe, ich hasse dich, lass mich bitte sterben. Und im gleichen Atemzug beschwerst du dich darüber, dass du gerade eine Grube hinunterfällst, in der du sterben wirst. Es ergibt einfach keinen Sinn. Handtraps sind dein bester Freund, wenn du das heutige Yu-Gi-Oh! Nicht magst. Wenn dir die heutigen Yu-Gi-Oh! Decks zu schnell sind und du eine Möglichkeit suchst, sie irgendwie zu interrupten. Das Argument, was dann darauf immer folgt, ist, ja, aber mein Deck wird von einer Ash Blossom komplett aufgehalten und ich kann dann gar nicht mehr spielen und ich habe dann verloren. Okay, okay, ich verstehe das irgendwo, aber wenn du ein Deck spielst, welches gegen eine Ash Blossom verliert, dann spielst du einfach kein gutes Deck. Und ich verstehe das, wenn man Casual-Decks spielt, die vielleicht nicht so gut sind und so, und dann ist das vielleicht alles ein bisschen überfordernd. Also, dafür habe ich ja Verständnis. Aber dann solltest du vielleicht eher mit Freunden spielen und nicht dich darüber aufregen, dass es Leute gibt, die tatsächlich gute Karten spielen, oder? Menschen, die nur spielen, um zu gewinnen, sind wesentlich nerviger als ein Gewebekrug. Punkt, 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 Punkt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist ja okay, wenn du Yu-Gi-Oh! Vielleicht nicht spielst, um zu gewinnen. Warum auch immer du ein Spiel spielen willst, wenn du keinen Bock hast zu gewinnen, aber okay. Ist ja in Ordnung. So, man kann auch Decks spielen, die nicht gut sind und damit einfach Spaß haben. Mache ich auch. Ich spiele in meiner Freizeit auch mit Anime-Decks. Die sind auch bei weitem nicht gut. Aber ich beschwere mich nicht darüber, wenn Leute tatsächlich gute Karten spielen und tatsächlich versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Wie kann man es wagen, zu versuchen, ein Spiel, dessen Ziel es ist, zu gewinnen, wirklich gewinnen zu wollen? Wie kannst du es wagen, nicht absichtlich gegen mich zu verlieren? Das meinen Leute ernst. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was competitive bedeutet, aber ein Spiel competitive zu spielen, und das ist nicht mal auf Yu-Gi-Oh! Bezogen, sondern auf Spiele, Kartenspiele, Videospiele, sogar Sport generell, etwas competitive zu spielen, bedeutet, dass man versucht zu gewinnen. Competitive Yu-Gi-Oh! Ist quasi Yu-Gi-Oh! Nur, dass du es auf das höchste Level bringst und versuchst, so viel wie möglich zu gewinnen. Und das kannst du Leuten nicht vorwerfen. Also du musst es ja nicht selber machen. Das ist vollkommen fein, das ist vollkommen in Ordnung. Niemand hält dir das vor. Aber es gibt Leute, die Spaß daran haben, auf Turniere zu gehen
und sich mit den Besten zu messen und selber zu den Besten gehören zu wollen und dementsprechend die besten Karten und besten Decks zu spielen. Du kannst ja auch in FIFA die indische Nationalmannschaft spielen, alles okay, aber du kannst dich nicht darüber beschweren, wenn du dann damit online gegen Manchester City oder Real Madrid verlierst. Du kannst den Leuten ja nicht vorwerfen, dass sie diese Teams auswählen. Das, wo ich auf jeden Fall zustimme, ist, dass es nicht jedem Spaß machen muss, das moderne Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Und dass es definitiv Alternativen geben sollte. Es sollte in Master Duel einfach einen Goat- oder Edison-Modus geben. Damit auch Leute, die mit dem heutigen Yu-Gi-Oh! Vielleicht so ein bisschen überfordert sind, das alte Yu-Gi-Oh! Spielen können, was zwar auch competitive gespielt werden würde, aber was deutlich einfacher wäre zu lernen als das moderne Yu-Gi-Oh! Aber was ich niemals verstehen werde, ist Leute dafür zu verurteilen oder dafür runterzumachen, dass sie das Spiel tatsächlich gut spielen und daran Spaß haben. Wo ist da der Sinn? Du musst ja nicht Teil davon sein. Und es ist genauso okay, dass du vielleicht daran keinen Spaß hast, wie dass andere Leute daran eben Spaß haben. Naja, Geldverschwendung, das jetzige Yu-Gi-Oh! Eigentlich. Ich würde nicht sagen, dass es komplette Geldverschwendung ist, weil am Ende des Tages ist es ein Hobby wie jedes andere und für Hobbys gibt man nun mal Geld aus. Ich finde allerdings, dass wir eine Menge sehr teure Formate in den vergangenen Jahren hatten. Früher war es so, dass Deck-Cores, also quasi die Karten, die zum Themendeck, welches man spielt, dazugehören, recht günstig gewesen sind. Also du hast so einen Core ganz oft für 15, 20 Euro bekommen. Auf der anderen Seite waren dann aber Staple-Karten, die du in jedem Deck spielen musst, um irgendwie competitive mithalten zu können, extrem überteuert. Mittlerweile hat Konami das so ein bisschen geswitcht und wir sind an so einem Punkt, wo die Staples relativ günstig sind, also Karten, die du in jedem Deck spielen kannst, aufgrund von so Sachen wie Rarity Collection und so, was natürlich auch nicht immer vorkommen wird und jetzt einfach so eine Sache ist zum 25. Jubiläum, aber was auch immer, das ist ja an sich schon mal cool. Das Ding ist halt aber, dass die Deck-Cores dafür viel teurer geworden sind. Wir hatten in den vergangenen 2 Jahren 3 Tier-Zero-Formate. Also kann man jetzt auch anders interpretieren, aber ich würde mal sagen, Tier-Element war auf jeden Fall ein Tier-Zero-Format. Kashtira war ein, könnte man sagen, Tier-0,5-Format. Da kann man sich vielleicht drüber streiten, aber es war auf jeden Fall das beste Deck für eine lange Zeit. Und jetzt haben wir Snake Eye. Und all diese Decks kosten, beziehungsweise kosteten zu ihrer Prime jeweils rund 1000 Euro. Ich sag dir ehrlich, da gebe ich lieber 1000 Euro für Staples aus und kann dafür die nächsten Jahre einfach mir immer wieder andere Decks damit zusammenbauen, als dass ich 1000 Euro für Tier-Element ausgebe, 1000 Euro für Kashtira und dann nochmal 1000 Euro für Snake Eye. Das Ding ist halt, wie gesagt, das waren Tier-Zero-Formate. Das bedeutet, wenn du mithalten willst, musst du eigentlich das Deck spielen. Also wenn du aktuell nicht Snake Eye spielst, dann ist halt nicht so gut. Und das ist ein Punkt, den ich generell an Yu-Gi-Oh! Kritisieren würde. Wenn man sich beispielsweise mal Pokémon anschaut, da kannst du literally das beste Deck des Formats für 30, 40 Euro spielen. In Yu-Gi-Oh! Auf gar keinen Fall. Und das heißt nicht, dass es in Pokémon keine wertvollen Karten gibt. Da sind die Karten sogar noch wertvoller. Allerdings musst du die nicht spielen. Jede Karte hat unterschiedliche Versionen und du kannst entweder die 100-Euro-Version oder die 10-Cent-Version spielen. Und es funktioniert trotzdem, weil es einfach genügend Sammler gibt, die trotzdem die teuren Karten haben wollen. Mir ist bewusst, dass das in Yu-Gi-Oh! Nicht ganz so funktionieren würde, weil Pokémon einfach ein viel größeres Sammlerding ist, als Yu-Gi-Oh! Jemals sein wird, weil Pokémon einfach beliebter ist, also das Franchise an sich beliebter ist und Pokémon einfach nahbarer sind als Yu-Gi-Oh! Monster. Aber das ist auch wieder so ein Thema für ein ganz eigenes Video. Aber gut, Freunde, das war's dann auch schon wieder für heute. Das waren eure wilden Yu-Gi-Oh! Takes. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr davon sehen wollt. Und falls euch das Video gefallen hat, aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.